schon. Solange du es nicht toll findest? Nee. Also, was, du möchtest nicht, dass das in der... Es gibt schönere Sachen als Rektalbluten durch Diamanten. Ich komme, der ist so wohl geformt, wie er auf dem Bilder aussieht. Also auch ja, geschliffen. Super schön und spitz. Piekst dir schön in dein Popo. Ja, du kannst das Spitze nach vorne rausgucken lassen. Hey, du musst aber trotzdem auf allen Seiten schleifen, Schatzkeks. Ja, nur? Ja, aber wenn das so ist, mit deiner Freundin und nicht mit mir. Du kommst nicht mehr ins Bett. Ich bin für sowas zu spät. Entschuldigung. Ja, erstmal richtig schön laut rausdrücken. Entschuldigung. Ey, ich hab den gedämpft. Wann fängt das an? Um 9 bestimmt, oder? Ja, denk auch. Also ernten können wir noch. Oh, wobei, ich sollte ja eigentlich die Kühe machen und nicht ernten, gell? Ich hab die Kühe gerade gemacht. Du hättest echt die Kühe irgendwie nehmen sollen und ich das andere. Ich mache aber alles. Die Kühe so. Du magst die Kühe doch so. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins kann ich noch. Eins können wir noch. Eins können wir noch. Oh, ich habe einen Brief. Ich glaube, ich weiß es. Wenn jemand hat dich letzte Nacht... Was? Nee, das ist jetzt aber falsch. Ja, ich habe geschlafen. Ja, warum kommt der Brief nochmal? Warum kommt der Brief nochmal? Das ergibt keinen Sinn. Weil sie es können. Wir haben übrigens für nächstes Jahr dann schon 80 Auberginensamen. Ja, nice. Ab 100 hören wir auf. Okay. Auberginen sind also Inbegriff des Sex. Nee. Was ist eigentlich los mit dir? Wann hast du das letzte Mal gevögelt? Was ist kaputt? Muss schon eine Weile her sein. So. Ja. Im Meer. So, ich hab mein 9. Nicht wo, sondern wann. Wann? Vor 2 Tagen. Im Meer. Was, im Meer? Nee, im Bett. Wer vögelt denn im Meer? Herzlich willkommen in diesem tollen Talk. Einen tollen Talk darüber, wo Felix das letzte Mal Sex hatte. Was machen mit Diamantbadplatz. Mädchen wie diesen, um mal Deadpool zu zitieren. Ignoriere Felix einfach. Machen wir auch immer. Das ist ein Kumpel von Ben, ansonsten würde ich gar nicht mit ihm spielen. Das stimmt gar nicht, ihr kennt euch auch so, ja. Wo kennen wir denn uns auch so? So, kommt ihr mal jetzt hier rüber? Ihr habt doch schon mit mir miteinander gespielt ohne mich. Das meine ich. Ja, da war ich bei sehr einsam und sehr frustriert. Hast du auch Sexprobleme, ja? Verzweifelt. Ich bin auf dem Weg, ich komme jetzt mit vollem Inventar, scheiß drauf. Ja. Nee, ich räume jetzt noch ein bisschen was raus, falls wir was dort kaufen können. Ne? Oh. Braun. Ja, shoppen. Braun. Mir ist müde. So, warte mal. 1, 2, 3, 4. Holt auf jeden Fall so eine Vogelscheuche. 6, 7, 8, 9. 9. Du holst keine Vogelscheuchen, die sind scheiß teuer. Vogelscheuchen, aber toll. Ja, eben. Erstens das und zweitens. Sammelgegenstände, ja, aber trotzdem. Eben. Das ist das Ähnliche, was wir sammeln können neben uns. Oh, ich bin auf dem Weg, Felix. Ist ja okay, ich komme auch. So, Lumi, ich bin auf dem Weg, Felix, und läuft nach rechts oben. Ja, ich wollte noch gucken, weil ich dachte, Lumi braucht ja eh noch einen Moment, ich muss eh auf euch warten. Ich bin ja schon da. Außerdem bin ich eh der Hübscheste von uns allen, ja? Hm, ist klar. Der Hübscheste und ich bin die Hübscheste, darauf können wir uns einigen. Das ist ja auch nicht so schwierig für dich. Nein, ich will meine Sternmarken. Erstmal einen Stärketest machen hier. Oh cool, die bist du so stark wie ich? Zerschmetterin der Steine. Nee, wir haben nur eine Sache. Guck mal. Bulldozer. Und du, Benny? Achso, ich muss. Stärkestufe Gorilla! Bia nimmt die Bauernhofschau ziemlich ernst. Er hat seine besten Erzeugnisse schon Wochen vorher beiseite gelegt. Ich wünsche dir viel Glück, falls du auch daran teilnimmst. Ja! Stimmt, wir haben keinen Stoff mitgenommen, wir hatten Stoff. Hier, nimm eine Sternmarke. What? Was musst du. Ne, du musst ganz oben treffen. Du musst fest genug kommen. Du kannst ja hier auch Sachen gewinnen. Kannst du Sternmarken kaufen. Kaufe Sternmarken für nur 50 geht das Stück. Du kaufst keine 50 Sternmarken, wenn wir welche gewinnen können. Ah, nee, 50. Aber hier, ich bin unfähig. Ich habe hier bei dem, gibt's doch diese Scheibe hier unten, Lumi. Was? Grün, orange. Jetzt. Bei mir hier unten. Da kannst ha, so, das will ich sehen. Hier, nimm eine Sternmarke. Da habe ich letztens mich auf 50 Sternmarken hochgewettet. Hallo, Don Barzo. Wo seid ihr? Du kannst ja auch bei dem Angelspiel spielen. Hilfe, wo seid ihr?
Ich bin beim Angelspiel. Ach, wir können übrigens nur Trainer-Plattform. Soll ich einfach mal voll machen? Ja, mach voll. Ja, mach voll. Oh, raus. Haben wir ja besprochen zusammen. Unser sieht gar nicht so schön aus wie die Sammeln anderen. Sammeln wir die Sternmarken eigentlich zusammen? Ich habe eine und ich hatte, glaube ich, vorher noch keine. Ich glaube, jeder muss selber Sternmarken sammeln. Wie lange wollen wir denn Sternmarken sammeln? Irgendwas Besonderes kriegt man doch da, wenn man genug hat, oder? Kannst du was kaufen? Ich glaube, rechts oben kannst du verkaufen dann für Sternmarken. Ich habe jetzt die... Links oben meine ich. Ja, gegen Preise, dabei irgendwas Besonderes. Die Sternen habe ich jetzt weggelassen. Ja, getrocknete Sonnenblume. Der Fedora, Sammler vorgescheuchelt, Sternenfallfrucht kannst du hier wieder kriegen. Toll. Für 2000 kannst du eine neue Sternenfallfrucht kriegen. Du kannst hier unten angeln, Ben, das ist genau was für dich. Wo wird hier geangelt? Ach, da beim Fischer oder was? Warte, ich trinke heute Grüntee, kein Aspartan. Ich will mich beim Fischen versuchen, 50G. Ich gebe jetzt unser Geld aus. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ich bin auch gerade fischen. Aber du bist nicht mit hier. Nö, das läuft einzeln, glaube ich. Aber die Fische sind voll easy zu kriegen, vor allen Dingen, weil du die bessere Angel hast. Nee, hat man nicht. Die hat nämlich eine andere Farbe. Oh, okay. Kriegst eine gestellte Angel. Ja, kriegst die normale Bambusangel, würde ich sagen. Ich habe gerade 50G in dieses tolle Tonschaubenschießen investiert. Tonschaubenschießen? Schonschaubenschießen. Da seht ihr viel bei den Fischen. Ja, manche sind echt easy, aber der hier will jetzt gerade nicht so richtig. Ich bin zu konzentriert. Tontaubenschießen. Komm schon. So, ich habe 72 Punkte, kein Perfektionsbonus. 42 Sternmarken. 2000 braucht man für die irgendwie was Besonderes Sache. Ja. Ich bin nur 38 Sekunden. Beeil dich besser, mein Kind, bevor ich mir hier jeden einzelnen Fisch aus dem Zelt schnappe. Hehe. Als ob. So. Komm, wir setzen mal. Zenny, was hast du alles beim Fischen geangelt? Glücksspiel vor der Bühne. Weiß ich nicht, ich habe 102 Punkte aktuell. Go, 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 go. Wie viel hast du? 102 aktuell. Na, ich hatte 72. 102 ist besser. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich hab verloren. Toll. Ich geh nochmal fischen. Über 116 schon. Ja, aber so, den nächsten krieg ich nicht mehr. Stärke testen. Wie viel kriegt man dafür? Eine Sternmarke. Eine Sternmarke. Aber die ist halt kostenlos. Ach so. Wahrscheinlich kannst du das sogar ständig machen. Fische gefangen 6. Punkte 117. 217 Perfektionsbonus. Stärke, also ich habe gesamt 334 und damit 200 Sternmarken fast bekommen. Wow, das ist nicht schlecht. 198, um genau zu sein, habe ich gerade bekommen. Besser als ich. Und Benni, wenn du jetzt noch drauflegen willst, gehst du zu dem Rad, oder? Mach's einfach nochmal. Auch das mit der Schleuder ist so ätzend. Ja. Aber bringt auch viel. Mach's einfach nochmal. Oh. Dann gibt's aber nicht mehr so viel. Kann sein. Ich hab die Glücksschleife. Fische. Jetzt mit dem Schleudern muss ich noch ein bisschen üben. Das mit der Schleuder ist manchmal echt scheiße, weil das invertiert ist. Weil das was ist? Also invertiert. Ja. Umgedreht? Wäre mal was für dich, Benni, zum Ausprobieren. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Wir haben nochmal fischen, wie effektiv spielen. Genauigkeit 60%. Oh, Alter. Na, Okay, übermüdet, da was zu treffen, ist schon so eine Aktion für dich. Fuck, ey. 70 Punkte, yeah. Oh, was zu treffen? Jetzt? Bei den Schleudern. Wo hast denn du was getroffen? Wo hast denn du die 70 Punkte? 54 Sternmarken, ne, beim Fischen. Keine Belohnung gibt dein Bestes? Fick dich, ich mach das jetzt nochmal. Was machst du, das mit dem Schießen oder was? Ja, ich habe erstmal gebraucht, um zu raffen, wie die Sternschleuder überhaupt funktioniert. Ich habe die ewig nicht mehr benutzt. Ich gehe mit meinen Sternmarken hier wetten. Wette dich mal hoch. Und verliere alles. Was soll ich nehmen? Orange oder grün? Das ist nicht mein Problem, wir haben jeder seine eigenen Sternmarken. Kannst selber entscheiden. Schatz, orange oder grün? Braucht jemand eine Wettschnecke? Wie viel willst du setzen? Ach komm, 50, dann habe ich immer noch 5. Aber ich glaube, du kannst nicht allzu oft angeln, weil ich glaube, dann kriegst du schlechtere Ergebnisse bei den weiteren Angeln, also weniger Fisch. Yes! Vielleicht wirst du einfach schlechter. Nee, ich habe ja auch zweimal Seegras rausgezogen, was ich vorher nicht hatte. Echt? Ich hab direkt beim ersten Mal eine Julia Cola erwischt.
Okay, das habe ich nicht. Aber ich habe wieder 256 Punkte und damit nochmal 150 Sternmarken bekommen. Boah, das lohnt sich voll. Ich glaube, ich gehe doch lieber angeln. Wenn man gut angeln kann. Was willst du jetzt damit sagen? Toll, ich habe schon wieder nichts bekommen. Ich nehme grün. Grün ist immer gut. Wie viele Sternmarken setze ich? Ich habe 50 gewettet. Ich habe gerade 50 gewettet. 50 gewettet. Ja. Nee. Das spricht sich ruhig aus. 55 kriegst du das Doppelte. Und dann habe ich nochmal 50 gewettet und. Jawohl! Ja. Nice! Ich habe bloß noch 5. Erstmal 100 gewonnen. Nice. Ben hat heute voll das Glück. Ich habe die ganzen Spiele schon gewonnen. Was jetzt? Oh, Abigail, du bist aber. Die ist geil, ne? Ich habe ja auch die Glücks. Ich habe die Glücksschleife auf, ja? Ich habe das Stärke-Spiel zu oft gespielt und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Ich bin eindeutig müde. Warst du schon mit der Wahrsagerin? Sie hat ihren Stand am Friedhof. Oh, wie treffend. Weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Bürgermeister Lewis wollte wohl dieses Jahr mit einem Discount-Clown Geld sparen. Ja, ich habe ein Holzstück gewonnen. Also, ein Holzstück? Naja, so ein Holzteil habe ich halt gefischt. Das läuft bei mir. So, oh, Schleuderspiel spiele ich jetzt auch mal. Das ist scheiße. Und du da was gewinnst. Ich hab ja nichts gewonnen. Ich schieß gewonnen, nach unten. Ja, du musst in Benny. Ach so. Das ist auch ein Controller hart. Ja. Das ist nicht nur im Controller hart, das ist auch mit Maus und Tastatur hart. Beziehungsweise mit der Maus. Aber ihr könnt genauer zielen. Ich nehme mich nicht. Hä? Genau. Kannst du mal mit der Maus probieren. Ist doch voll. Ja, wenn es das auch ziehen würde. Oh, du scheiß Fisch, jetzt komm mit in den Sack. Also ich würde sagen, mit der Maus-Tastatur ist das deutlich entspannter als mit der Dingens im Controller. Ich komme nicht über 94 Punkte. Wenn ich, wie viele Punkte hattest 20, du? Ah, Perfektionsbonus, deshalb. Keine Ahnung, ich glaube 300 oder so. Ja, ich habe gerade noch den Fisch gefangen, glaube ich. Wieder 70 Punkte. Kein Genauigkeitsbonus. Keine Belohnung, gibt dein Bestes. Wahnsinnig Perfektionsbonus. Lass mal das. So. Was haben wir hier noch für ein Spiel? Verkaufe Sternmarken für nur 50 Gold das Stück. Nein, fuck. Du kannst ja Sternmarken nur verkaufen, nicht kaufen. Ja. Hä? Nein, kaufen. Doch, nein, verkaufe Sternmarken steht hier. Ja, die verkauft Sternmarken. Nein, du kannst selber Sternmarken verkaufen. Dann haben sie aber falsch. Da steht, müssen nee. Killen, kaufe. Bei den anderen steht doch auch, dass man ein Spiel spielen darf und nicht, dass es für mich gespielt wird. Du kannst halt was kaufen. Du kannst die Marken kaufen, statt Spiele zu machen. Verkaufe Sternmarken für nur 50 G das Stück. Ausrufezeichen. Das sagt er. Ich habe das Glücksrad jetzt schon 10-mal ineinander gewonnen und der Mann will mich nicht mehr spielen lassen. Tja. Tourist, du hast da eine ganz nette Stadt. Angenehm und kuschelig mit einem echten Gemeinschaftsgefühl. Tourist. Das war eine lange Busfahrt hierher, aber das war es wert. Dieses Tal ist wunderschön. Simon liebt es, nicht wahr, Simon? Ja, Opa. Also, Louis darf ich nicht ansprechen, ne? Weil sonst geht's weiter. Ja. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte des gesamten Tals. Seht euch einfach meine Auslagen an. Das habe ich genau 60 Münzen. Achso, das hatten wir schon. Pierre. Also man muss wirklich darauf achten, die Fische perfekt zu fangen. Dann gibt's deutlich mehr Punkte. Ich habe mein Bestes gegeben, aber meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu PS ziemlich schwach. Benni, du solltest vielleicht eine Sternfallfrucht essen. 2000. Ich habe noch keine 2000. Außerdem habe ich schon eine Sternfallfrucht gegessen. Genau, das ist aber die kriegen wir für die 2000. Auslage, die brauchen wir unbedingt. Das habe ich vorhin auch nicht schon dreimal vorgelesen, aber da hat keiner reagiert, wo ich das vorgelesen habe, dass wir eine Sternfallfrucht kriegen. Ich habe doch vorhin auch schon gesagt, dass wir unbedingt da viele Punkte brauchen für. Ja, aber du wusstest nicht mehr wofür. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt: Guck mal, da ist eine Sternfallfrucht, die wir da kriegen. Also manche Sachen und da hat keiner reagiert. Ausgeblendet. Ich habe keine Ahnung warum. Und das hast du warum? Das ja gesagt? Und warum brauchen wir die Sternfallfrucht? Weil wir mehr Energie haben. Die macht mehr Energie oder mehr Leben. Oder arbeitest beides? Du an deiner Auslage für die Bauernhofschau, Ben? Das ist die Gelegenheit, all die guten Erzeugnisse von Friedenshof anzupreisen. Des Friedenshofs anzupreisen. Verdammte Übersetzung.
Wow, das ist der größte Käseleib, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Oh, ist ja noch Schweinchenschau und Hühnchen und... Oh! Autsch, eine Henne hat mir in den kleinen Finger gepickt. Oh, ich krieg's einfach nicht hin, diese Scheißfische perfekt und zu fangen. Nur ein paar Schritte weiter grillt Gas ein paar Portionen Schweinerüppchen. Huch! Ah, lass mich nicht einsperren, lass mich durch! All die Tiere sind so freundlich und lieben es, gestreichelt zu werden. Benni, wie schaffst du es eigentlich, oder wie musst du bei der Angel beim Controller arbeiten? X drücken. Es ist heute ein wenig hektisch, ich bleibe einfach ein wenig hier. Hey Ben, hast du Spaß? Entschuldigung. Okay, der war wenigstens nicht übel laut rausgepresst, aber war immer noch gut hörbar. Aya, in meiner Kristallkugel über Visionen deiner Zukunft, wahrsagen lassen. Aya, Pam hat Geburtstag, sie dachte alle hätten sie vergessen, aber dann tauchst du mit einem netten Geschenk auf. Wie aufmerksam von dir. Interessant, ich sehe dich und Abigail zusammen auf einem Hof arbeiten. Du scheinst sehr zufrieden mit was zu sein. Die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendwann etwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu. Aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern. Wenn du dich anstrengst... Ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Velvic und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin und eine gute Freundin. 106 Punkte mit oder ohne Bonus? Na, mit Bonus. Mit Bonus war ich wieder bei 300. Ich hab gar keinen Bonus gekriegt, weil ich überhaupt keinen einzigen perfekt bekommen hab. Ach Gott, ey, unfähige Angler. Angel ich halt nochmal. Kannst du ja für mich die 2000 mitangeln? Kann ich, glaube ich nicht. Gut. Kannst keine 2 kaufen, ne? Oh, Alter, jetzt ist er immer orange, leck mich. Das ist Zufall, Felix. Ja, trotzdem. Für uns war es 5-mal hintereinander grün. Ich habe grün genommen und einmal gewonnen. Ja, ich habe für uns immer auch grün genommen und habe gewonnen, also. Aber es war öfter grün nehmen. Kam dann immer orange raus, also. Aber nur einmal. Also, jetzt versuche ich nochmal mein Glück und wenn es jetzt nicht klappt, dann Arsch lecken. Hab ich halt. Du verspielst deine ganzen Punkte wieder. Ich gebe die auch die ganze Zeit grün. Nur so, ne? Macht er absichtlich, solange bis man alles setzt und dann wird's gelb. Nein, ich hab. Nee, es liegt bestimmt in meiner grünen Glücksschleife. Ach, dann tue ich halt nochmal angeln, wir haben ja eh Zeit. Das wird eine lange Folge. Wir können auch den ganzen Stream nur einen fest verspielen. Gold haben wir ja genug, ich hab ne? Ja, Cola. Scheiße, verdammt, falsche Richtung. Da war mein Perfektionsbonus weg für den Fisch. Hier sind die ganze Zeit Musik. Man hätte vorher noch sowas essen müssen hier, was das Fischen gut macht, weißt du? Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Du hättest es ja mitnehmen können und auch hier drin essen. Grün. Okay. Ich glaube, man muss so geübt wie das Benni sein, sonst schaffen wir das in der kurzen Zeit hintereinander so viel zu. Also ich habe ohne Bonus 105 Punkte schon, ne? Ich krieg die ganze Zeit nur grün. Ja, ich hab, bei 680. Ich hatte ohne Bonus hatte ich 106 Punkte. Okay, ich habe 128 ohne Bonus. Jetzt krieg ich noch einen Bonus drauf. Hast du gerade auch schon wieder, oder? Ich bin bei 356 Punkten. Nein. Ich habe gerade 216 Sternmarken bekommen, ja? Hast du alles verloren gerade, Lumi? Nicht alles. Ich bin ja so blöd und setz alles, aber... Ich habe ja auch nur ein Teil gesetzt. Einiges habe ich verloren. Ach, verdammt, ich sollte nicht Spiele anfangen und dann anfangen, Tee zu trinken. Das ist richtig. Ich soll das nicht zocken, meinst du eher? Das würde ich jetzt nicht so stehen lassen. Okay, ich versuche es jetzt nochmal mit dem Fischen. Ich bin so dran gewöhnt, dass wenn ich was fange, dass ich das mit A wegdrücken muss, dass ich immer noch A drücke, wenn der Fisch bei mir ankommt. Anstatt direkt Nein, wieder auszuwerfen. Wäre nicht perfekt.
bin einfach zu doof, um das perfekt hinzukriegen. Das kannst du wohl echt nicht sein. Ich konnte noch nie verstehen, wie Leute sich über die Schwierigkeit des Fischens in Stardew Valley aufgeregt haben. Schwierig finde ich das. Na, wobei, nee, es gibt schon Fische, die sind unmöglich. Die sind sehr schwer, da gebe ich dir nein, recht. Aber das sind auch die echt seltenen Fische. Die sind wirklich unmöglich. Nein, also sind sie nicht. Ich habe in meinem anderen Account mit bester Angel und keine Ahnung was für Ausrüstung und Angeln auf was weiß ich was für einem Level, ein Fisch, der flutscht hin und her in der Geschwindigkeit, da kommst du überhaupt nicht hinterher. Ja, das ist aber auch nicht das Problem, du musst dann die Ausrüstung dran haben, dass, dass der Balken langsamer runtergeht und dann kriegst du den auch mit der Zeit. Oh, Schwein. Ich kann ja keine 2 Sekunden auf dem draufbleiben. Musst du ja auch nicht, wenn das. Du musst bloß länger da draufbleiben, als du Dinges verlierst. Hm. Dinge. Da kann ich nochmal angucken. Ich glaube, jetzt ist die Auszeit eben. Oh nein! Du zerstörst meine Konzentration. Also mir hilft das, wenn ich nebenbei quatsche. Habe ich da gerade so an meinen Punkten gemerkt. Oh nein, das gibt's doch nicht. Alles wieder verloren. Ach, du bist halt so ein typischer Angler. Jemand, der das nebenbei macht. Ich würde im echten Leben mit dem Bürgermeister da quatschen. Ich würde im echten Leben niemals sagen, ich will die 2000 Punkte haben, ja? Warum würdest du niemals im echten Leben angeln? Weil ich das super langweilig finde. Also ich habe das tatsächlich. Wenn du das streamen kannst, Russian Fishing. Nee, würde ich sowas nicht machen. Ich finde sowas ultra langweilig. 111? Ich bin auf 153 Punkte gekommen ohne Bonus. Benny, Russian Fishing ist ja auch ein Spiel. 446 Punkte! 270 Sternmarken! Jawoll! Du willst jetzt echt bis. Ich will auch 2000. Kann nichts dafür, dass du unfähig bist. Ich will ein bisschen mit Kira spielen. Die freut sich. Hm. Komm schon, gib mir was zum Angeln. Ich freue mich, wann ihr fertig seid. Wir sagen es dir. Lass das Headset auf. Ich habe eine Sternmarke. Jetzt gehe ich runter und versuche das zu verwetten. Wow. Felix hat die ganz großen Ziele bei uns. Er will aus einer Sternmarke 2000 machen, das ist sein Ziel. Nur durch Wetten, das ist schon sportlich. Doch, hastig. Raucher, 11 Versuche. Oh nee. Die er gewinnt am Stück. Ach nee, Entschuldigung, 12 Versuche, die er am Stück gewinnt. Soll ich mal Müll wühlen? Nein. Geht nicht, schade. Wäre ja auch noch blöder. Ich habe einfach kein Händchen fürs Fischen. Ich habe einfach kein Händchen fürs Zocken. Ich bin halt Vegetarierin. Als ob ich meine Fische selber angeln würde, die ich esse. Wolltest du mal machen? Ich geb dir gleich. Weißt du, wie das ist? Was Vegetarisches zu essen. Was habe ich heute schönen Witz gehört bei, also in so einer WhatsApp-Gruppe von Jürgen von der Lippe. George W. Bush, Obama und Trump sind gestorben und stehen vor Gott. Sagt Gott so, George W. Bush, an was glaubst du? Sagt er. An die freie Wirtschaft und an ein starkes Amerika. Sagt er, das gefällt mir. Komm hier auf meine rechte Seite. Dann fragt er Obama so, und an was glaubst du? Sagt Obama so, Demokratie und Frieden. Das gefällt mir auch. Komm auf meine linke Seite. Dann fragt er Trump so, und an was glaubst du? Dass du auf meinem Platz sitzt. Oder nimm das F von Trump. Nee. Nimm bei Trumpf das F in Klammern und dann stumpf. Stumpf ist Trump. Trumpf. Das ist nur leider nicht lustig. Stumpf ist Trump. Oder stumpf ist Trumpf. So, probieren wir mal was und jetzt verlieren wir wahrscheinlich gleich, deswegen wird es dann ewig dauern. Setzt du jetzt alles? Nee, über die Hälfte. Ui. Aber wir gewinnen. Ist okay. Haben gerade 500 gewonnen. Hat das einiges verkürzt. Nee, lass mal. Das war jetzt zu viel Nervenaufreibung für dich für heute. Ich weiß nicht. Hey, wie viel bist du jetzt? Ich bin bei 1635. Hier oben haben wir noch gar nicht. Was denn hier oben noch? Es kommt wirklich überproportional viel Grün. Geräucherte Truthahnkeulen. Vielleicht ist dieses Fest ja doch nicht ganz so schlecht. Ich wünschte, Karls würde etwas Vegetarisches anbieten. Ein paar Zucchini-Spieße vielleicht.
Alter, bei dir klingt jeder in diesem Dorf nichts gestört. Ist so viel du willst, heute ist alles kostenlos, dank Bürgermeister Lewis. Und vor allen Dingen haben die Stimmen zu jedem Stream jedes Mal andere Stimmen. Lass mich in Ruhe. Ich möchte Gast dazu bringen, mit seinem Soßrezept zu verraten, aber er gibt nicht nach. Guck dir mal mein Evoland an, ja? Da habe ich tatsächlich bei den Hauptcharakteren und sowas halte ich die Stimmen durch. Aber du hast nicht nur einmal pro Woche gespielt, oder? Hey, ihr müsst. Nein, oder teilweise schon. Diese Barbecue-Soße ist unglaublich. Oder ihr nehmt bekannte Charaktere. Du hast da eine ganz schön nette Stadt. Da sind wir schon durch. Mit einem echten Gemeinschaftsgefühl. Und warum soll das jetzt ein bekannter Charakter sein? Darth Vader? Kennst du nicht? Nee, nur weil man schwer atmet, ist es bei mir nicht Darth Vader. Es tut mir leid, es gibt so viele Charaktere, die schwer atmen. Es gibt nur einen Charakter, der... Aber du hast nicht die Stimme, die tief genug ist. Deswegen habe ich es nicht erkannt. Du hast da eine... Ausgleich-Fantasie, Ben. Mann, ich kann nicht mal ein bisschen mehr von diesem Grill-Sandwich nehmen. So voll. Ich will auch ein Grill-Sandwich. Gib mir Grill-Sandwich. Oh ja, man kann Grill-Sandwich wirklich essen. Nice. Oh, jetzt gibt's Burger. 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 Lass mal auf der Zunge zergehen lassen von Benny. Man kann die wirklich essen. Ich habe meine 2000 zusammen. Ich bin fertig. Ist jetzt gegambelt oder was? Natürlich. Ich habe um die 500, 600 durch Fischen und dann... Ich brauche keine. Ich habe im Dungeon unten eine Sternfallfrucht gegessen. Es gibt doch mehrere, du Horst. So. Horst. Ich kauf's nächstes Mal eine beim Schweinezirkus. Ja, die gibt's auch noch. Ja? Sternfallfrucht! Sternfallfrucht, Entschuldigung. Ich mache auch nicht so viel Fehler wie ihr. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert dich an Nudeln. Deine maximale Energie wurde erhöht. Das war knapp, aber ich habe auch 2000. Jetzt können wir weitermachen. Du hast auch 2000? Ja, ich habe auch nochmal gesetzt, bevor ich hier ewig rumfische. Sehr schön. Dann spreche ich jetzt mal noch mit allen. Oh. Ich krieg die ja nur an, ich lese nicht vor. Die ganze Zeit machen können. Nee, ich musste ja gamblen, aber ich lese nicht nochmal extra vor. Ich habe die schon alle vorgelesen. Ja, eben, deshalb ja. Ich gehe nochmal fischen. Aber ich glaube nicht alle. Oh, hier gibt's einen Streichel zu. Da war ich. Ja, das habe ich vorhin bei dir gehört, Ben. Aber da habe ich ihn noch nicht gesehen. Sagt Vincent. Hier war ich noch nicht. Du hast noch nie gesehen, du hast das Spiel doch schon mal gespielt. Ich bewundere Robins Fähigkeiten. Ich hab's auch bestimmt schon mal gesehen, aber es ist schon lange her. Ich benutze eine Menge ähnliche Techniken bei meiner Arbeit. Moment mal, was arbeitet denn Lea? Lea ist doch die Künstlerin. Achso. Robin arbeitet wirklich hart als Schreinerin. Sie hat die Anerkennung redlich verdient. Holzarbeit ist eine alte Tradition. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich beschwere mich hin und wieder über meinen Job, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Das hier sind ein paar meiner besten Stücke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Ich dachte, du hast schon alle gelesen. Nö, nee, hab ich nicht. Toll. Und was spare ich mir dann das Vorlesen? Oh, ich will mir auch wahrsagen lassen. Was sagt denn die bei mir? Glens Klingen werden jedes Jahr schärfer. Oh, hier. Ah, in der Tat, ich sehe dich in einem Zimmer, wie du eine Konversation mit einer Frau führst. Oh, es ist Pam. Ihr beide scheint enge Freunde zu sein. Mit Pam? Ernsthaft? Oh, es scheint, als würdest du mehr als nur ein paar Herzen brechen. Spielst du Spielchen mit denen, die dir vertrauen? Die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendetwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu. Aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Soll ich mal gucken, was er bei mir sagt? Diese Tiere beurteilen Leute nie nach ihrem Aussehen. Von Menschen kann man das nicht gerade behaupten. Jetzt habe ich, glaube ich, alle, oder? Ja. Kannst du übertreiben. Hier oben ist abgesperrt. Da gucke ich mal rein. Gabin. Ah, in der Tat. Ich sehe dich in einem Zimmer.
wie du eine Konversation mit einer Frau führst. Bei dir ist bestimmt Haley. Es ist Jodie. What? Ihr beide scheint enge Freunde zu sein. What? Hallo, Chief. Ja, so. Interessant. Oh. Ich sehe dich und Haley zusammen auf einem Hof arbeiten. Ja, du doch, da ist doch Haley. Mit etwas zu sein. Da ist doch Haley. Die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu. Und du scheinst bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Ich bin fertig. Seid ihr auch soweit? Noch nicht ganz. Ich habe 60 Dinge und will die noch verwetten. Habe ich auch gerade gemacht. Ich habe auch 0. Ich habe eine 35 noch verwettet und dann bin ich verloren. Ich habe 4. Dann werde ich auch noch mal. Vielleicht kriegen wir ja doch noch eine Vogelscheuche. Ha! Scheuche. Scheue. Scheue. 800 Scheue. Braucht man für die Scheue, ne? Mhm. Grün wieder! Es ist immer grün. Nein, ich habe gerade orange gehabt. Also fast immer. Jedes 5. Mal ist es orange vielleicht oder jedes 10. Mal. Ich war gerade gut. Ich habe die 1, die schon da steht, weggemacht, um dann 120 hinzuschreiben. Grün! Orange und alles verloren. Wettet ihr jetzt jedes Mal alles? Nö, ich habe immer alles gewettet. Ich hatte nichts mehr. So, mach dann mal hier. Jetzt gehe ich mal in den Ofen. Weiß nicht, sind wir jetzt dann soweit? Ja. Ich habe noch 8. Muss ich jetzt nicht verwetten. Ja, doch, kannst du machen. Wir uns noch irgendwas Schönes. Jetzt ist es weg. Sehr schön, wir können gehen. Ja, jetzt habe ich noch 16. Ich kaufe noch irgendwas Schönes. Oh, jetzt sind sie weg. Lass uns gehen. Ich habe das Stärke-Spiel zu oft gestielt. Und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Ich habe keine Stimme mehr. Ich habe den ganzen Tag geredet. Oh. Naja, jetzt sowas behaupten hier. Ich habe heute meinen Kollegen auf die Palme gebracht. Das machst du immer wahrscheinlich. Ja, auch. Würde ich tippen. What else is new? So, geht so, jetzt habe ich auch wieder 0. Wir können gehen. Sehr schön. Bürgermeister? Also ich glaube, man verliert jedes 5. Mal so orange. Oder zumindest jedes 5. Mal verliert man. Ja, spreche ihn mal an. Hau rein! Nun, wieder. Na, wie hast du den gemacht? Du hast ihn so arrogant eklig gemacht, gell? Ich war überhaupt nicht eklig, da waren wir nur alt. Heute ist der große Tag. Unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr. Das Sterntautaler Volksfest. Falls du bei der Bauernshow mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Haben wir alles vorbereitet? Ja. Ja. Sieht auch ziemlich lame aus, was wir da haben. Ja, ist schon überhaupt nicht. Ist mit deiner Auslage schon fertig. Ja. Das ist überhaupt nicht lame, du bist doof. Jetzt gehe ich in den Weg und lasse nicht durch, ja? Weil du so was Doofes gesagt hast. Hä? Oh, Zack. Ha. Nö. Knutschi Knutsch, Bürgermeister, wie wär's? Ich will mitknutschen. Durch dich läuft er durch, ha! Guck mal, wie romantisch. Also bei mir ist er weitergelaufen, bei dir. Nee, hier, bei Piers sieht so voll aus und bei uns sieht so leer aus. Ja, das liegt aber daran, wie es angeordnet ist, ja? Na gut. Komm schon, wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind die Besten. Wir haben viel mehr Sachen da drin. Wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind die Besten. Wir dürfen von jeder Sache nur eins reinmachen, das ist total unfair. Aufhalten, aufhalten. Ich will jetzt wissen, was er sagt, jetzt macht Platz, Felix. Kannst du ihn nur kurz aufhalten, danach läuft er einfach durch. So. Oh, wir können tanzen. Deine Auslage wurde bewertet. Okay, pass auf, jetzt kommt die Vergnügung. Geh zurück zu Bürgermeister, los, deine Auslage wurde bewertet. Geh zurück zu Bürgermeister, lebe für das Ergebnis. Ja, ich will sie wissen. Hey, du redest schon mit ihm. Nein. Nicht schlecht. Du hast den 2. Platz mit einer Bewertung. Was? 88 erreicht. Dein Preis sind 500 Sternmarken. Toll. Wow. Lauf einmal aus. Vergiss nicht, deine Auslage einzusammeln. Hattest du wieder von uns 500 gekriegt? Ja, du kriegst auch nochmal 500 Sternmarken. Nein, ich habe keine 500. Du musst noch mit ihm reden. Ach so. Toll. Sternmarken braucht jetzt keiner mehr von uns, außer Felix, wenn also den wir sie ja nicht geben können, unsere. Sonst hättest du jetzt auch mal deine Dings holen können. Ich gehe dich vorwetten. Wir haben jetzt, OG, du bist ja später gekommen. Wir haben jetzt die ganze Zeit gespielt, Ben und ich, damit wir die 2000 Sternmarken bekommen, damit wir jetzt 500 gewinnen. Das war voll unnötig. Also ich habe jetzt 800. Ich könnte jetzt noch die Vogelscheuche kaufen. Ich nicht, aber mach mal. Ihr sagt einfach, auf was ich wetten soll. Nein, mach selber. Alles. Alles oder nichts. Ich glaube, ich spiele noch mal eine Runde. Ich habe 2 miteinander orange bekommen, gerade. Was? Mhm. Das ist doch kaputt. Das sagst du mir erst jetzt. Ich wette noch mal, weil ich will auch den Hut haben. Ich habe nämlich keinen Hut. Wie ihr wisst,
hat es ja nicht gespeichert, dass ich einen Hut gewonnen habe beim Eierfest. Und ich will einen Hut zurück. Benni, du hast mir immer Glück gebracht. Ich war da gar nicht da. Nee, du hast aber grün gesagt. Ich habe auch nicht grün gesagt, ich habe gesagt, mach selber. Lumi hat grün gesagt. Lumi. Aber schön, dass das ist. Grün hat er gewonnen. Grün gewinnt prozentual häufiger, zumindest nach meiner Erfahrung. Nach unseren 20 Versuchen, die wir haben. Setzt halt einfach nicht alles. So, ich habe jetzt viermal hintereinander grün gehabt, jetzt hole ich mir die Vogelscheuche. Was ich genommen habe, ich habe 500 eingegeben, 1000 habe ich. Vogelscheuche kaufe ich mir und den Hut. Ach, verziehen wir uns. 1500. Ja, jetzt gehe ich einfach bloß nochmal zweimal fischen und dann habe ich das Geld für dich dann für Frucht zusammen. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen Milka. Bis gleich. Bis gleich. Schokolade, der ist frustriert. Gucken, weil ich jetzt erst wirklich anfange mit Fischen. Dass du jetzt anfängst, den Scheiß zusammen zu climben, während wir alle schon fertig sind. Wir können ja nichts mehr machen hier. Oh, ihr könnt doch wetten. Ja, und dann, ich kann ja nichts mehr kaufen. Ich hab jetzt alles. Da gibt's doch noch Zeug zu kaufen. Ich hab die Vogelscheuche und ich hab den Hut. Ich hab alles, was man kriegen kann. Echt? Genau, die wie die Abigail. Die sagt ja auch, ich habe schon alle Spiele gewonnen, was jetzt? So. Dann übe ich halt nur ein bisschen Schleudern. Mach hinne. Ja. Beeil mich. Der Fisch ist aber wieder so widerspenstig. Ja, aber warum wettest du nicht? Wetten geht viel schneller. Ja, so, bei mir geht's jetzt. Ich kann nur kurz die Kamera halten. Ich werde mir deinen Stream nicht Milka angucken. Was gibt's bei dir? Diese Milka habe ich gesagt. Ich bin auch so lieb und sag dir das. Das ist nämlich Milka Erdnuss Karamell. Mm. Mag ich eh nicht. Sehr schön. Das ist quasi Snickers in Milka Format. Nee, Erdnuss Karamell. Wenn dann als Snickers, aber nicht als Milka. Das schmeckt genau wie Snickers, lustigerweise. Toll. Ich habe den nämlich schon mal gegessen. Ich habe heute einen Twix gegessen. Du hast gesündigt. Du wirst jetzt wieder 5 Kilo zunehmen. Übrigens ist mir eingefallen beim Schneiden, dass du auch ganz schön witzig bist. Du sagst, hier, ich bin voll am Trainieren und nehme zu. Ja, logisch nimmst du zu, wenn du vorher nicht sportlich aktiv warst. Also bei mir gab es heute früh eigentlich sonst immer 2 Buletten und die Buletten waren aber weg. Oder du konntest bloß noch eine Bulette nehmen und eine Bratwurst. Die Lumi hat sich schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und natürlich, ich trainiere übrigens schon seit Februar und nicht, beziehungsweise Sport mache ich schon seit 2 Jahren und wirklich richtig krass trainieren seit Februar. Das ist nicht komplett neu. Das andere ist mit dem Zunehmen, wenn du jetzt da auf Muskelaufbau anspielst, ja, der liegt tatsächlich deutlich weniger als Fett. Nein, also Muskeln wiegen viel, viel mehr als Fett. Klar, wenn du das so direkt nebeneinander stellst, aber im Endeffekt hast du einfach nicht so viel. Aber du musst erstmal Muskeln aufbauen, um Fett abbauen zu können. Vorher kannst du kein Fett abbauen. Nicht. Doch. Du kannst auch Fett, natürlich. Denk doch mal an die Leute, die magersüchtig sind oder sowas. Da macht ja nicht jeder Sport von denen. Die futtern einfach zu wenig, ja? Ja, und die nehmen ab. So. Und du kannst. Ja, aber du isst ja noch so viel, dass du satt wirst. Nein, tue ich ja eben nicht. Das ist ja gerade der Gag an der Sache. Ich esse 1700 Kilokalorien. Dann brauchst du wohl einen kleineren Magen. 1700 Kilokalorien. Oh, das gibt's doch nie. Ich bin jeden Tag im Kaloriendefizit, esse aber genug Eiweiß, damit sich meine Muskeln entwickeln können. Was soll ich jetzt nehmen? Ja, grün oder orange? Lass das mit der Spolade, das langt, dass Ben welche hat. Was soll ich jetzt nehmen? Grün oder orange? Sag jetzt was. Ich habe jetzt 1000. Nein, ihr könnt Lumi ruhig sagen, was für geile Schokolade ihr esst. Ich esse eh die ganze Zeit jetzt Burger Ingame und Schokolade jetzt real gleich. Mhm. So. Und davon mal abgesehen, Ben, habe ich dieses Jahr 15 Kilo abgenommen und bin sportlich. Du hast dich beim letzten Stream beschwert, dass du zugenommen hast 5 Kilo, obwohl du Kalorien zählst und alles. Ich hab's auf Aufnahme. 5 Kilo zugenommen? Das oder beim vorletzten Stream. Eins von beiden. Auf jeden Fall, dass du zugenommen hast, obwohl du Kalorien zählst und Sport machst. Hast du dich beschwert? Minimal, kammweise. Das war vor 2 Wochen. Leute, ja? Ich habe jetzt noch 1000 Punkte. Orange oder grün jetzt? Popofarben. Nicht 1000, sind 500. Oh, ich war ja schon bei 1500, dann habe ich 250 gesetzt und habe verloren, habe nochmal 250 gesetzt und habe wieder verloren. Mit Orange. Mach einfach irgendwas. Ich hatte 2 Wochen lang eine Stagnation, obwohl ich Kalorien
Kraftdefizit hatte und Sport gemacht habe. Aber das ist normal, dass man auf so einem Plateau ankommt beim Training. Hatte ich tatsächlich die ganze Zeit nicht. Also das komplette Jahr nicht. Das war das erste Mal. Das ist trotzdem mittlerweile habe ich es aber auch überwunden. Oh, leck mich! Ich habe das nämlich letztens auch bei mir im Fitnessstudio ordentlich drüber unterhalten, dass das das Deprimierendste ist, wenn du beim Training ganz halt Fortschritt hast und irgendwann so mal einen Monat lang bei einem Plateau ankommst, bis es wieder weitergeht. Habe ich 10-mal Orange genommen und verloren, habe 1000 gesetzt und grün genommen und zack, verloren. So, sure. Raus jetzt hier. Ich esse jetzt jedenfalls getrocknete Apfel. Was, getrocknete Apfel? Getrockneter Apfel. Lecker. Selbst getrocknet im Dörrautomaten. Snickers mit besserer Schokolade ist einfach super. Heute machst du mir den Mund nicht mehr strikt, darauf habe ich nämlich echt keine Lust. Jetzt muss ich den ganzen Quatsch wieder einsortieren, den ich hier rausgenommen habe. Leckere Pasta-Pizza. Oder darauf hätte ich mehr Lust. Hör auf mit der Pasta-Pizza. Pasta-Pizza. Ich habe nämlich heute noch nicht zu Abend gegessen. Ich in Ordnung. Na, ein bisschen. Ich könnte auch Fisch essen. Also den aus der Dose natürlich mit Tomatensauce. Achso. Ja, dafür, bei mir hat jemand gerade geschrieben, dass er einen Vorteil hat, dass er essen kann, was er will, nicht zunimmt. Ja, den Vorteil habe ich auch, aber... Ja, den Vorteil hatte ich vor 5 Jahren. Zumindest habe ich, denke ich, habe ich ihn noch. Bin war denn eigentlich noch gleich meine Mute-Taste? War die hier? Bin ich müde? Nein, bist du nicht. An den Streamer, der da... Nee, an den Ehen, der da zuhört. Du musst geschnetzelt das machen und die Philadelphia nehmen Doppelrahm und damit die Soße machen. Und das musst du dir... 10-mal in der Woche machen. Auch? Ja. Ja. Das musst du dir 10-mal in der Woche machen. Hier? Warte mal auf dazwischen zu quatschen und dann wirst du irgendwann dick. Hier? Mir hat mal jemand im Training erzählt, ich soll mehr Milchreis, also schön Tüten Milchreis essen, ja. Dein Leibspeise. Wo ich mir dachte, das ist doch nicht dein fucking Ernst, Mann. Er hat gesagt, ich soll Milchreis essen, da gehe ich auch wie so ein Pustekuchen. Geht ihr mal langsam ins Bett? Nee. Magst du keinen Milchreis? Nee. Milchreis kannst du nicht jagen. Genauso wie meine Freundin. Milchreis und Milchkrieg sind ekelhafte Speisen. Milchreis. Wie geht's? Oh, Cheat, das ist ein Klassiker. Ich hätte es dir schon vorher gesagt, aber ich finde mich zum Muten nicht. Du kannst auch trotzdem Alter, uns vollreden. Alter, lass den Scheiß. Ja. Du darfst uns auch gerne vollreden. Was ist denn ein Klassiker? B. B? Die Aussage, dass man nicht zu dick ist, sondern zu klein für sein Gewicht. Ach so. Nee, du bist zu dick. Beleidigst du gerade meine Zuschauer? Nein, dich. Das hat er über sich selbst gesagt. Ich habe es immer so nie über mich gesagt. Aber ich hatte über dich.